Das Streichquartett spielt Haydn, um Jens Weidmann nach 10 Jahren als Bundesbankpräsident zu verabschieden und seinen Nachfolger Joachim Nagel ins Amt einzuführen. Wie sein Vorgänger verspricht Nagel, sich für eine stabile Währung und gegen Kaufkraftverlust einzusetzen und geht somit auf Distanz zur Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Bei aller Unsicherheit ist eines ganz klar. Wenn es die Preisstabilität erfordert, muss der EZB-Rat handeln und seinen geldpolitischen Kurs anpassen. Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer lockeren Geldpolitik und milliardenschweren Anleihenkäufen die Teuerung anzuheizen. Dennoch sieht sich die EZB weiter auf dem richtigen Weg. Mit unserer Strategie sind wir gut aufgestellt, um Preisstabilität auch in dieser sich rasant verändernden Welt sicherzustellen. Das ist gerade jetzt angesichts der aktuellen Phase höherer Inflation besonders wichtig. Die Regierung erwartet, dass Nagel die Linie seines Vorgängers fortsetzt und sich auch für höhere Zinsen einsetzen wird. Die Bundesregierung schätzt die Bundesbank als stabilitätsorientierten Kompass. Ihre fachliche und politische Unabhängigkeit ist manchmal unbequem, aber sie ist unverzichtbar. Mit seinen Positionen wird sich auch der neue Bundesbankpräsident im EZB-Rat wegen der Mehrheitsverhältnisse dort schwer tun.